Test. Test. Ja, gut, dann ist es halt jetzt so. Da muss dann. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play. Oder beziehungsweise, nein, nicht gar nicht mal herzlich willkommen zurück. Nein, wir starten heute tatsächlich mit FIFA 23 noch einmal durch. Das kleine bisschen, was wir jetzt auf der PS4 zuletzt gemacht haben, nach meiner Bayreuth-Karriere, starten wir heute auf der PlayStation 5 noch einmal. Ich habe ja mit Bilbao angefangen und dachte mir, gut, okay, du kannst das Spiel schon mitnehmen auf die PlayStation 5. Könnte ich, wenn ich die PS4-Version spiele. Wir werden aber die PS5-Version von FIFA 23 spielen. Ergo muss ich tatsächlich eine komplett neue Karriere hier in FIFA 23 starten. Und genau das machen wir heute. Wir starten noch einmal mit Athletic Bilbao, bis das neue EA Sports FC rauskommt, sprich das neue FIFA 24 rauskommt, was wohl im Juli kommen soll, also sprich in 3 Monaten knapp. In grobe Richtung. Ja, deswegen halt nochmal Stapel Bilbao und dann, wie gesagt, damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 23. Das wird passieren, das wahrscheinlich nochmal während der ersten Folge. Ja, und wir gehen rein auf jeden Fall in die Karriere. Wir starten natürlich mit dem Originaltrainer, mit Ernesto Valverde. Und ich freue mich drauf, euch präsentieren zu dürfen. Mein erstes FIFA Let's Play auf der PlayStation 5. Mein erstes Let's Play ist es nicht, weil Hogwarts Legacy ist quasi auch schon draußen. Seit jetzt gestern, genau, so ist es richtig. Ja, und ich werde wahrscheinlich nachher nochmal ein bisschen aufnehmen. Aber wie gesagt, ist egal. Jetzt geht's los mit FIFA 23 und unserer Karriere mit Athletic Bilbao. Los geht's. So, ja, das passt soweit. So, wir werden die Nationalmannschaftschip-Angebote rausnehmen. Das brauchen wir nicht. Ich werde soweit alles im Original lassen. So wie es quasi auch bei FIFA 23 auf der PlayStation 4 war. Wie gesagt, ich muss eine neue Karriere starten. Ich hätte gedacht, okay, wir können nach dem dritten Spieltag weitermachen. Ist nicht. Wie gesagt, nur wenn ich die PS4-Version gespielt hätte, die ich aber nicht spiele. Das heißt, wir werden jetzt ein komplett neues Spielerlebnis haben. Und ich hoffe, dass es genauso Spaß macht wie bei FIFA 23 auf der PS4. Los geht's. So. Ja, es geht los. Unsere Karriere startet endlich. Und es hat sich vieles geändert. Und das werden wir hoffentlich dann auch im Spiel selber sehen. Oder es hat sich ein bisschen was geändert. Ich glaube, es gibt neuen diesen Game Motion irgendwas. Ich lasse mich überraschen. Ich habe bis jetzt noch nicht allzu viel gesehen, weil ich habe FIFA noch nicht auf der PS5 gespielt. Wie gesagt, Hogwarts Legacy ist das erste Spiel, was ich auf der PS5 gespielt habe, was ich auch aufgenommen habe. Ja, mal schauen. Er wird schon irgendwie cool werden, bestimmt. So. Bilbao LP. Wir werden natürlich wieder, klar. Bienvenidos a San Mamés. Sin más preámbulo, les presentamos a nuestro nuevo manager. Ja.
Und damit herzlich willkommen nochmal auf jeden Fall. So, das überspringen wir natürlich. Das kennen wir schon alles so ein bisschen. Ich glaube, es wird das gleiche Spielplan sein. So, jetzt gehen wir kurz mal rein. Das wird sich jetzt auf den ersten Blick erstmal alles gleich anfühlen und anhören und was auch immer. Deswegen, wir werden gucken, das wäre eine... Okay, das brauchen wir nicht. Dimension, das brauchen wir auch nicht. So, Aufstellung. Jetzt muss ich gerade gucken, ob wir tatsächlich unseren kleinen... Warte mal, Jugendstab, ist das richtig? Hier, warte mal. Genau, Philippe Medina. Wir werden nur in Frankreich und so suchen. Wir werden natürlich jetzt alles erklären müssen. So, Scouting-Netzwerk aufbauen in Südeuropa. Wir werden natürlich wieder alles technisch begabt. Flügelspieler, starke Füße. Nee, Flügelspieler ist eigentlich schon so okay. So, wir werden nur nach Spanien und Frankreich reingehen. Ja, das passt soweit. Joshua Bakker mitnehmen. Scouting-Netzwerk aufbauen, natürlich in Frankreich. Und mal gucken. Ne, Nordeuropa ist es nicht, Mitteleuropa ist es natürlich. Wir werden natürlich wieder, klar, wie Bilbao es auf jeden Fall macht, definitiv wieder auf baskische Spieler setzen, das ist ganz klar. Ja gut, natürlich. Du sollst vorher gesagt, du sollst in Frankreich aufbauen, ne? Habe ich das richtig gemacht? Ja, ist genau richtig. Also, wie gesagt, natürlich werden wir, wenn wir Transfers machen, erstmal schauen, dass wir, warte mal, wo ist er denn? Haben wir eigentlich, haben wir noch mal Talent drin? Nee, ne? Doch, da ist er, das hier? Höchste Wertung, 17 Jahre jung, Federico Vega. Ich hätte gerne mal einen Stürmer wieder dabei gehabt, aber den haben wir tatsächlich nicht drin. Aber wir werden ihn hier mit hochnehmen. Ah, warte mal. 70 bis 94. Ich habe jetzt tatsächlich noch nichts. 80 bis 92. Kanada. Jetzt habe ich aber nicht auf den Dings geachtet, ne? Auf die Nationalität, oder? So, wir werden natürlich jetzt gleich mal schauen. Vega ist. Warte mal. Muss ich gerade gucken? Gucken. Warte mal, ich muss jetzt den Kader gucken. Ja. Wir werden, das werden wir alles gleich jetzt nach und nach machen. Teamzentrale wollte ich gehen. Und wird mir, wie gesagt, alles jetzt erklären. So, also, wir werden natürlich erstmal anfangen, unseren Kader ein bisschen auszubauen. Auf Leihliste setzen. Iru auf Leihliste setzen. Padilla auf Leihliste haben wir ja. Pashish kann gehen. Ich werde den Kader natürlich, wie alles doch schon, wie wir das schon vorher gehabt haben, bei der 23er Karriere, der 24er Karriere, auch der PS4, so rum ist es eigentlich richtig, werden wir das natürlich erstmal hier alles so ein bisschen aufmachen. Jetzt werden wir natürlich erstmal Flyleste sitzen. Inigo Martinez kann gehen. Paredes kann ausgeliehen werden. Marcos kann gehen. Likur kann gehen. Pitcher, ja, der. So, okay. Gucken wir mal gerade. Ich brauche jetzt erstmal Bebau, der kann gehen. Erstmal Leihliste. Ich muss jetzt gleich sowieso erstmal ganz vergleichen, einfach die ganzen Verträge zu verlängern. Also, Vega ist Spanier. Darf ergo also nochmal rübergehen. Zaraga bleibt, Herrera darf gehen. Vencedor bleibt, Vesga darf gehen. Garcia darf gehen. Gehen. Sunset bleiben. Muniain bleiben. Auch wenn er ein bisschen was älter ist. Guru Zeta darf bleiben. Iñaki Williams bleibt. Oder? Oder nur Nico Williams? Doch, Nico Williams und Iñaki Williams, die bleiben beide.
Raúl García darf den Verein definitiv mal verlassen. So, dann gucken wir mal gerade, was wir hier so an Spieler verlängern können bezüglich der Ausstiegsklausel. Wir müssen ja nämlich schauen, dass wir mal ein bisschen wegen der Ausstiegsklausel gucken, dass ich den einen oder anderen jetzt mal kurz delegiere gerade. Verhandeln. Ich will... So. Gut. Das ist natürlich klar. Akzeptieren wir das ganze Ding? Du möchtest in zwei Jahren. Ja, gut, okay, das ist ja klar. Aber ich möchte die Ausstiegsklausel rausnehmen. Die Ausstiegsklausel nehmen wir raus. Freigabesumme möchte ich gerne ablehnen. Du möchtest natürlich auf jeden Fall erstmal mehr Kohle haben. So, du hast jetzt gerade mal. Übernehmen. Und die Kohle, wie viel haben wir denn überhaupt vom Konto? 25 Millionen. Angebot absenden. Bitte jetzt bleibe. Ja, und dann haben wir Unai Simon. Natürlich, wir könnten auch übelst viel Geld mit dir machen, aber warum auch immer. Ich möchte das nicht. Verlängerung delegieren. Du hast auch keine Vorstellungsklausel. Ich möchte nämlich verhindern, dass Spieler, die ich unbedingt brauche, für den Schnapper gehen. Das ist halt genau der Gedanke dahinter. Nunez, Sierro. Okay, Sierro kann auch auf Leihliste gehen. Nee, hat ja, ist ja auf Leihliste, okay. Iago Martinez, Verredes, der Marcos kann gehen. Serrano, Montillo, Bilbao, Aris, Berenguer. Berenguer, Verlängerung, Delegieren. Ist okay. So, Vega, Noraga, Vincedor. Bleiben alle. Ich habe zumindest gucken, dass wir jetzt ein bisschen die Verträge verlängern. 10 Jahre! Euren Sanze, 10 Jahresvertrag hat er noch. Keine Ausstiegsklausel. Sehr gut. Ist schon mal gut. So, jetzt habe ich meinen Lieblingsspieler ohne Igor Muniain. Bleibt ein weiteres Jahr und hat auch diese Ausstiegsklausel, glaube ich. Warte mal, Verlängerung delegieren. Ich weiß nicht, habe ich die Ausstiegsklausel? Ich habe eine Ausstiegsklausel drin, ne? Nico Williams möchte ich gerne. Verlängerung delegieren. Oh, passt so weit. Ich glaube, das sind nämlich gerade die einzigen Einverträge. Ich glaube, da sind ein paar Sachen jetzt noch drin, ja. Gut, Zeta, Verlängerung delegieren. Ich glaube, die Verträge sind noch nicht durch. Verhandeln. Die, die sich jetzt gerade so ein bisschen wehren und sagen, ich möchte gerne. Ne? Moment, gerade gucken. Ja, passt soweit. Gut. Weiteres ja, aber diese Ausschussklausel geht raus. Vor allem nicht in die so in der Preisklasse-Kategorie. So, jetzt bitte sagt mir, du willst natürlich ein bisschen mehr Kohle. Dann gehen wir mal auf 28. Und ich glaube, groß spielen wir eh nicht. Das wird wieder darauf hinauslaufen, dass wir die ersten zwei Folgen safe erstmal sagen, ja, wir machen erstmal ein bisschen Vertragsverhandlungen, neue Spieler kommen und alles drum und dran. So, dann wie wir das auch bei dem vorher schon gemacht haben. Also ich glaube, das große Spiel wird erst in der nächsten, übernächsten Folge grobe Richtung erst kommen. Gut. Allerdings Bonus 200.000 will ich haben. So, jetzt gucken wir mal. Passt soweit. Ich möchte, wie gesagt, von potenziellen Stammspielern erstmal die ganzen Angebote blocken. Muniai definitiv auch als Kapitän wird geblockt. Villa Libre kann toller. Und damit haben wir, glaube ich, erstmal das, was wir an Spielern. So, warte mal, jetzt gucke ich gerade, was ich, ob ich noch Verträge habe, die noch irgendwie ein Jahr laufen. Fällt mir so gerade ein bisschen auf. Die zumindest unwichtig sind. So, Verlängerung delegieren. Jo. Ich möchte mich jetzt verhindern, dass ein paar der KDE gehen hier. Sierro wird noch ein Jahr bleiben. Verlängerung delegieren. Bleibt ein Jahr. Iago Martinez Blei geht. De Marcos geht. Likur geht. Mochillo darf noch mal ein Jahr bleiben. So, auch noch mal Verlängerung delegieren. Verhandeln.
Ich werde die Verträge jetzt erstmal verlängern. So. Dann habe ich zumindest das Thema schon mal durch. Das ist erstmal für mich das Wichtigste, wenn ich bei dem Club anfange, erstmal gucken, wie sieht der Kader aus. Ich werde versuchen, die alten Spieler wegzuwerfen, die jungen Spieler zu holen. Deswegen, Bilbao ist ja dafür bekannt, durchaus nicht viele Externe zu holen, sondern mehr oder weniger auf die eigene Jugend zu setzen. Das haben sie schon immer gemacht. Und dementsprechend werden wir das auch machen. Aber wir werden natürlich den einen oder anderen versuchen, noch zu organisieren. Also das genau die Spieler sind, die ich jetzt haben will, für die, die wir bei dem ursprünglichen oder bei den letzten Folgen geholt haben. Schauen wir mal. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar nicht nochmal neu angefangen, sondern gewartet, bis ich die PS5 habe. Aber gut, okay, ist jetzt so. War jetzt auch eher ein weniger auch spontan, dass ich eine gekriegt habe oder mir eine geholt habe. Geplant war schon, aber nicht jetzt im Zeitpunkt. Gut, ja. Akzeptieren wir das Ganze mal. Wir bleiben auf 3 Jahre. Oh, wir übergehen mal eine Freigabesumme, vor allen Dingen nicht für diese, weil ich möchte gerne die Oberhand haben. So, du kannst noch mal mit, ach, wahrscheinlich nicht 10.000, 400.000. Du kriegst aber 20.000 dazu, das ist ein junger 19-jähriger Spieler. Und damit ist das soweit okay. So, Ares. Verlängerung delegieren. Verhandelt. Ja, ich sag ja, es wird jetzt erstmal darauf hinauslaufen, dass wir, wie gesagt, Spieler verlängern, dass wir Verträge verlängern. Perspektivspieler vor allen Dingen irgendwann mal. Verträge um 2 Jahre verlängern. Freigabesumme kannst du mal ganz so schön mal knicken, brauchen wir nicht. Ja, und ich weiß, dass es in Spanien Pflicht ist, eine Freigabesumme drin zu haben. Die sind halt teilweise so astronomisch hoch, dass da nicht irgendwelche neureichen Vereine kommen, die dann sagen, oh, die zahlen wir. So. Ich glaube, selbst City oder Paris, die werden nicht 1 Milliarde für den Spieler zahlen. So, Vega, okay. Verlängerung der Legia, vor allem ohne Zeugabesumme, jawohl. Zaraka, du kannst gehen. Zidor bleibt, hat sowieso noch einen langfristigen Vertrag. Pesca, Garcia geht. Sanchez, den bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich schon mal so ein bisschen als Geheimtipp, dass der auf jeden Fall safe bleiben wird. Euer Sunset. Sunset, wie auch immer ausgesprochen wird. Gut, die Kommunian hat sowieso verlängert. Damit habe ich, glaube ich, alle Transfers. Alle Spieler soweit erstmal auf dem Damm. Das ist erstmal der ursprüngliche Plan. Den haben wir heute verfolgt. Oder haben wir jetzt verfolgt. Ich werde natürlich jetzt schauen, mal, was wir machen. So, simulieren wir das ganze Training erstmal. Stellen wir uns das ganze Ding erstmal ein. Und dann bauen wir die Mannschaft doch ein bisschen um. So, Anpassung. Immunarischen Gewandlasten. Trainingstage überspringe ich. So wie wir das vorher auch hatten. Jetzt gehe ich mal ganz kurz auf meine Rollen. Und ich spiele gerne 4-4-2 mit Raute. Ergo dieses hier. So. Sanchez darf eigentlich, soll eigentlich. Muniain geht auf links. Das war so der Plan. Sanchez hinter die Spitze. Williams und Berenguer. Nö. Warte mal. Ja, du bleibst auf der Seite, ist okay. Oder kann ich die wechseln? Soll ich die wechseln? Ja, ich wechsle die Position. Mach das so. Rechts, links. Oder warte mal, guck mal, Fuß, rechts, Fuß. Ja, das passt perfekt. Rechts da hier. Oh, und hier ist auch links, rechts, Fuß, okay. Ja. War jetzt eigentlich der ursprüngliche Gedanke dahinter, dass ich die vielleicht wechsle auf die Position. Gut, dann kann der eine Flank und der andere reinziehen. Das ist auch eine Idee. So, Williams. Berenguer will auf jeden Fall da bleiben. Ich hätte gern Stürmer nach da vorne drin. Dann nehmen wir dafür Guruzeta. Vincitor auf die 6. Perfekt. So, Cherai, Vivian Passo. Da brauche ich noch einen Rechtsverteidiger. Lecour, der soll gehen, der ist mit 28, 29 ein bisschen zu alt mittlerweile. So, Vega kann auf die Bank gehen.
Ja, ich habe das Problem, ich weiß nicht, wie alt die einzelnen Spieler immer sind. Berenguer ist, glaube ich, ein bisschen was älter. Zero. Kappa. Ja, Kappa könnte. Ich glaube, der ist noch nicht so alt. Markus ist 35, das weiß ich. So, Herrera, Padilla, Sierro, bam. Ares sieht auch noch ein bisschen was jünger aus, der kann also quasi mehr oder weniger. Ich brauche aber noch mindestens den Verteidiger. So, da passt das so, Paredes. Geht jetzt mehr oder weniger viel was aussehen. Gut, okay, dann haben wir zumindest ein bisschen was. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Rechtsverteidiger. Das werde ich tun. Noch Juri Bercic, der darf definitiv den Kader, soll doch den Körper lassen. Also ich brauche eigentlich noch zwei Außenverteidiger jeweils. Und im Idealfall halt, wie gesagt, mein Spieler, den nicht Iramendi, sondern wie heißt er? Warte mal. Spieler suchen. Ich muss jetzt größtenteils erstmal in Real Sociedad suchen. Das wäre natürlich jetzt erstmal der Gedanke dahinter. So, gucken wir mal gerade La Liga Santander. Warte mal, brauche ich nicht. Und ja, ist es ja schwer tatsächlich, dass ich baskische Spieler brauche. Ich muss tatsächlich teilweise auch die Spieler noch ein bisschen googeln. Ne? So, gucken wir mal. So, Team. Real Sociedad ist ja quasi mehr oder weniger der Rivale. Das brauche ich jetzt nicht zu scouten. So, gucken wir mal. Jetzt habe ich gesagt, Rechtsverteidiger Iramendi ist so alt. Den hätte ich sonst gerne tun. Takefusa Kubo, Real, absolutes Talent. Wird das sich auch super entwickeln, passt aber leider nicht in die Transferpolitik. Merino hat einen Marktwert von 47 Millionen, definitiv nicht zu zahlen momentan. Ian Munoz, den werde ich definitiv noch verpflichten. Ist eigentlich kein schlechter. Du sollst mir mal kurz... Der passt nämlich perfekt in die Transferpolitik. Das ist ein Baske. So, warte mal. Du möchtest gerne... Ich brauche jetzt 8 Millionen. Die Frage ist, was er... warte mal, Transfersumme mal vorschlagen. Ich bezahle keine 21 Millionen für den Spieler. Ansonsten muss ich mal scouten, kurz. Das war eigentlich zu viel hochgerechnet. Wie gesagt, es wird eh drauf hinauslaufen, dass wir erstmal nur ein bisschen Transfers machen. Angebot absenden. Ja, passt. So, Munoz. So, wen haben wir denn da? Mikel Oyarzabal kommt auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Ist noch ein Ticken zu teuer. So, jetzt brauche ich definitiv, was habe ich denn gesagt? Munoz ist ein Linksverteidiger, ne? Jetzt brauche ich noch einen Rechtsverteidiger. Wie gesagt, der Größe müssen wir hier gucken müssen. An Spielern. So wie Mendy, ja. So, Alexola, kannst du mal bitte beobachten? Nicht, dass wir den vielleicht, dass der ein bisschen zu hoch angesetzt wird. Oh ja, so ein Ball soll auf jeden Fall kommen. Das wäre Top-Transfer, wenn der kommen würde. So. 40 Millionen hat der. Boah. Sabel. Auch mal da gucken. So, haben wir noch hier irgendwas, wo ich jetzt gucken kann? Rayo Vallecano, glaube ich, eher weniger. Ja, es wird, wie gesagt, viel... Warte mal, guck, was haben wir denn? Was haben wir eigentlich in der zweiten so drin? Das ist ja noch die zweite von der DT Bilbao, oder? Bilbao... Hab ich noch eine zweite? Die haben wir noch eine zweite. Oder sind die abgestiegen? Die Wolle ist... Ach, FC Andorra. Tatsächlich. Weil ich weiß, dass wir beim letzten FIFA waren, gab es auch eine zweite Truppe drin. Okay, gut zu wissen. Naja, sonst wollen wir halt ein bisschen schauen. Das war vielleicht mal, dass der Jugend sowas holen. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Ich kann dir keine Spielzeitgarantie geben. Du musst besser werden. Du musst besser werden. Ich freue mich auf die Zukunft. Und du hast mich beeindruckt. Gut, dann haben wir das zumindest auch mal weg. So. Ich
muss jetzt ein bisschen gucken, was jetzt für eine Zeit, weil, wie gesagt, das mit dem Aufnehmen über die PlayStation, über die Share-Funktion ist jetzt nicht mehr so einfach wie bei der FIFA, bei der Vierer-Version. Deswegen werden wir wahrscheinlich einfach zwischen 20 und 30, also 20 bis 30 Minuten immer machen. So, gucken wir mal. Dann gucken wir mal den erstmal zu, hier, den Transfer. 8 Millionen soll er ja kosten. Rotation passt perfekt. Du sollst 3 Jahre unterschreiben, okay. Freigabesumme braucht man nicht drin. So, mal gucken, was er verdient. 10. Ah, ich weiß nicht, wie viel habe ich denn dafür bezahlt? Ich muss bestimmt nicht sagen, zu viel, ne? Ja, komm. Die paar tausend. Gut, damit haben wir den ersten Deal unter Dach und Fach. Und damit herzlich willkommen, Ian Munoz. Den haben wir ja auch verpflichtet bei der letzten FIFA-Karriere. Bestimmt bekommen wir jetzt auch die ein oder andere Trophäe. Und jetzt muss man kurz mal durchlaufen. So. Und damit, ja, Munoz. Für gute 8 Millionen, wahrscheinlich viel zu teuer. Bestimmt kriegen wir dafür ein FD. Okay. Gut, dann haben wir auch den Deal. Dazu Angebot für Garcia. Brauche ich jetzt erstmal noch nicht, die ganzen Dings. Was wir da haben, zwischen 6,8 Millionen, da kann er gehen, das war Southampton. Mikel Wesga. Ja. Pascal Marcos kann auch den Verein verlassen. So, dann haben wir noch ein bisschen Kohle reinbekommen. Wie gesagt, ich möchte gerne Oyarzabal Ball verpflichten. Das ist ein so absoluter Transferziel. Lenormand. 40 Millionen. Ja, Werner Jene, ne? Wie gesagt. Gut, dann warten wir mal einen kleinen Moment ab. Also 40 Millionen, das ist definitiv noch ein bisschen zu teuer. So, das ist Vega, das junge Talent. Leider aber nicht dieses Megatalent, was wir jetzt auf dem letzten FIFA hatten. Mit meinem Stürmer. So. Damit geht der nächste. Ich skippe jetzt mal kurz auch zwischendurch mal. 9 Millionen für Oscar Marcos nach Liverpool. 33. Ich brauche ihn jetzt ohne A-Bewertung sogar. Und dann ist Wesga für 11, noch was. So. Jetzt gucke ich, dass ich noch was. Das wäre nur für Dekur. Was wir dann haben. Zwischen sich. Okay, das passt so. So, jetzt gucke ich mal kurz, wegen wie viel Kohle haben wir auf der Hand? Lohnt sich das schon? 36 Millionen? Ja, der hat einen Marktwert. Können wir versuchen. Wir können es versuchen. Der kostet irgendwie 25 oder was ist das? Gucken wir mal gerade kurz. So, Statistiken brauche ich nicht. Nicht Jugendakademie, sondern Wunschliste war das. Irgendwo. Zielverlauf, Jugendschaft, Transferzentrale, was ist jetzt hier? Wunschliste, hier. Ja, 43 Millionen. Das ist auch ein bisschen zu teuer. Puh, zu teuer, ne? Die wollen schon noch zu viel haben. Nee. So. Ein kleines bisschen machen. Wenn jetzt auch den einen oder anderen Transfer absegne, dann kann ich ihn verpflichten. Den möchte ich nämlich unbedingt haben. Das ist ein toll. So, Iñigo Lecua wechselt für 6,9 Millionen nach Sociedad. Das wird jetzt ein Geben und Nehmen sein, den hin und her zu schieben. Oder die Spieler hin und her zu schieben. Und jetzt werde ich versuchen, nochmal anzugehen, den Transfer. Transferzentrale. Oh, Oyarzabal. Dann nehmen wir, versuchen wir mal dran zu gehen. Unser Königstransfer. Normalerweise, Bilbao ist ein Verein, die kaufen. Eigentlich sehr wenig extern. Die bilden halt größtenteils aus. Aber wie gesagt, Oyarzabal ist Baske. Tatsächlich. Und ich brauche ihn. Ich will ihn haben. So, was will dann so? Machen wir mal 45 Millionen. Ja, 42 kostet der. So viel kann ich, 45 kann ich nicht bieten, ne? 42,5 will ich haben. Ist noch nicht verbucht, glaube ich, ne? Die Summe. Mal gucken, was er braucht. Merino wäre auch so ein Kandidat zum Beispiel. So, gucken wir mal, was er hat. 40,6. Verzögert. Nee, Gegenangebot. Warte mal.
Wir nehmen mal die Freigabe-Weiter-Dings raus und probieren es mal mit 42,2. Vielleicht knicken sie eins beim Marktwert. Der hat 43,5, na gut, unter Marktwert wäre es sogar. Würde ich aber tatsächlich zum Beispiel sagen, nö, ist nicht. Mehr wollte ich, da will ich schon 50 sehen, aber gucken wir mal, ob sie vielleicht so ein bisschen einknicken. Oder ob sie dann. 43,2. Ah, Gegenangebot. 42 habe ich, mehr habe ich nicht. Ich habe nur 42. 5. Ich glaube, das wird ein bisschen enger werden, wenn ich euer Gehalt noch zahlen muss. So, Angebot annehmen. Yes, 42,5. Sehr geil. Wir haben ihn sogar unter Marktwert gekriegt. Und das wird auch das Letzte, was wir jetzt tun. Wenn ich jetzt mich einigen kann. Ich hoffe, dass ich mich jetzt einigen kann mit ihm. Ja, definitiv. 5 Jahre. So, keine Freigabesumme. Und jetzt muss ich gucken, dass ich ins Gehalt komme. Ja, Gegenangebot. Warte mal. Ich muss jetzt gerade gucken. Gehalt und Einstiegsbonus ändern. Also ich kann dir Gehalt geben, aber ich befürchte, dass er jetzt sagt, nö, ist nicht, das ist zu viel. Das ist nichts. Weil ich muss jetzt wahrscheinlich warten, bis ich den nächsten Spiel abgebe. Und dann werden wir nochmal so schauen, was wir noch anders zu zwingen haben. 32. Uff. Das wird nicht passieren. Das wird dann definitiv. Ja. Nee, das wird nochmal passieren. Also wir müssen später nochmal probieren. Ich habe die Kohle nicht dafür. Egal, alles gut. Wir kriegen es noch hin. So, Lecour ist abgegeben. Ich habe noch die 42 Millionen. Ich muss jetzt so gucken, dass ich nochmal nachrüsten kann. Kannst du ein Angebot finden? Ja, da ist doch ein Angebot, was ich denn hätte. So, verhandeln wir das ganze Ding mal. So. Ich muss jetzt hier gleich mal einen kleinen Break machen. Eigentlich wollte ich das, hätte ich jetzt nicht nochmal reingemacht. Warte mal, neue Transferansumme vorschlagen. Warte mal, 25. Glatt. 20,9. Gegenangebot, neue Transfersumme vorschlagen. So. Ja, ich bleib dabei. Gegenangebot. Nummer 23 mal draus. Komm, Nummer 23,5. Bisschen über Marktwert. Okay, schade. Schade, 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 dass ein Investor ihm sagt, nö, ist nicht. Okay, nicht schlimm. So. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Spiel und dann schauen wir mal, was wir noch so an Spielern bekommen oder auch nicht. Bis dann. Tschüss.